wie eine gut geölte Maschine. Der FC Energie Cottbus legt letzte Hand an der Saisonvorbereitung an. Das erste Heimspiel steht schon diesen Samstag gegen Luckenwalde vor der Tür. Nach einem eher enttäuschenden Auftakt gegen Alt-Glienicke und dem DFB-Pokalspiel im Stadion der Freundschaft geht es nun in den zweiten Spieltag der Saison. Trainer Pele Wollitz möchte mit seinem Team auf heimischem Boden den Zuschauern ein gutes Spiel liefern. Natürlich werden jetzt am Samstag nicht 20.000 Zuschauer kommen, aber es werden einige tausend Zuschauer kommen. Und da gilt es, diese Leute mitzunehmen und diese Leute nicht zu enttäuschen. Was wollen die in Cottbus immer sehen? Die wollen Leidenschaft und die wollen ehrlichen Fußball. Und ich denke, das können wir zeigen. Wir sollten unser Gesicht zeigen. Wir sollten für das stehen, für was uns in den letzten Wochen uns auch hart erarbeitet haben in der Vorbereitung. Und dann brauchen wir nicht über Druck sprechen, sondern wir sollen über Vorfreude reden. Diese Vorfreude ist den Spielern beim Training deutlich anzusehen. Vom gemeinsamen Dehnen bis zu Torübungen. Dieses Team ist ein Kollektiv auf und neben dem Platz. Die Neuzugänge haben sich da auch schon gut eingelebt. Der in der ersten Trainingsphase verletzte Tim Heike war zum Saisonauftakt wieder einsatzbereit und konnte gegen Bremen sogar schon punkten. Wie er sich auf das kommende Spiel vorbereitet, haben wir ihn gefragt. Also im Prinzip eigentlich immer nur den richtigen Fokus finden zum Ende der Woche. Und dann einfach gut vorbereiten, gut regenerieren nach den Trainingseinheiten und dann kann man Gas geben. Zumindest im Training gibt das Energieteam schon mächtig Gas. Gemeinsam wollen sie nach dem ersten Platz greifen. Und nach dem, was beim Training zu sehen war, trauen wir den Jungs das auch zu.